Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part vom Let's Play Hoko Live. Jo, wir haben 700 €, habe ich alles gesammelt und verkauft und jetzt können wir kurz mal schauen. Ah, nur das Erzählen. Sachen anbauen, okay, brauche ich nicht. Hier gibt es nämlich ein Auto, ich weiß es nicht, ich sage einfach Spielzeugauto, aber sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ein Spiegel, ein Bergmotiv-Tapete wieder. Ein Kochtopf. Ja, wir haben noch kein Haus, deshalb holen wir die Sachen noch nicht. Ah, genau, Backpack wollte ich ja mitnehmen, genau. Yeah. So, ich habe bald ein neues Mikrofon, ein Teufel, eins von Teufel, das Beste von Teufel. Ist eine deutsche Marke und ja, die haben sehr gute Qualität scheinbar. Genau, gestern war hier ein Schwein, das ist jetzt leider weg scheinbar. Okay, schauen wir doch mal. Aha, wir haben einfach einen Slot da unten mehr. 8 Stück, okay. Gut, wir nehmen noch das Wichtigste mit hier. Da drüben. Das alles mit Stein, mit Lehm, mit Kohle brauchen wir. Eventuell die braunen Blätter noch. Und ja, die gelben. Dafür legen wir das blaue Shirt. Ich habe es jetzt doch gewechselt. Einfach Standard-T-Shirt rein. Und die Würmer können noch rein. Der Fisch. So. Ja, bis jetzt macht mir das Spiel riesig viel Spaß. Ah, hier ist das Schwein. Wie ich das überhaupt? Wir reden jetzt einfach mal mit ihm. Hallo, möchtest du mein Freund sein? Ja, klar. Wirklich? Danke. Das war weniger anstrengend als gedacht. Ich habe daran gedacht, dorthin umzuziehen, wo meine Freunde leben. Aber bisher hatte ich nicht wirklich welche. Zieh ein. Kann die auch wieder wegscheuchen? Solltest du wohl ein paar neue Häuser bauen, sonst kann ich nicht umziehen. Okay, und wie baut man Häuser, Oma? Hallöchen. Was soll ich tun? Ich denke, wir können im Stadtzentrum ein weiteres Geschäft gebrauchen. Ich frage mich, ob einer der Besucher Interesse hat, einen hier aufzumachen. Jo, der Imker. Wo ist der Imker? Du nicht. Wieso verändern diese Nahrungsmittelkonzerne bloß ständig ihre Rezepturen? Was stimmt denn nicht mit den alten? Ja, aber wo ist der andere? Ich habe jetzt leider schon wieder ein bisschen längere Pause gemacht, weil ich dachte, ja, das Mikrofon kommt gleich bald und dann muss ich jetzt nicht unbedingt so schnell vorwärts machen. Aber gut, ja, es geht ja noch gut. Einfach nur etwas mit der Stimme nicht richtig ist oder so einfach sagen, gell? Ich habe mich jetzt nicht mehr so an seine Erinnerung, also an seine Stimme erinnert. So. Ich glaube, der ist meistens hier am Ding, habe ich ihn schon gesehen beim Farm, am Strand. Also hier ist der Angler. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Bist du hier? Wo ist er denn? Da ist er. So, ah, toller, genau. Oh, hallo, warst du auch die ganze Nacht auf und hast Sterne beobachtet? Nö. Hey, du, schnell, welches ist dein Lieblingsinsekt? Geistermantis. Oh, das ist fantastisch, ich habe noch nie einen gesehen. Jo, ich weiß nicht, ob ich einen schon gefangen habe, wahrscheinlich schon. Das sind meine restlichen Sachen. Weil hier 2 Steine waren, konnte ich die nicht mehr mitnehmen, die Steine, musste ich die Büschel hintun. Der hat kein Angelturnier, scheinbar gibt es ein Angelturnier, habe ich bei einer anderen Let's Playerin gesehen. Doc Basel, ist schon schön, dich zu sehen. Erzähl mir von. Was hast du auf dem Herzen? Nee, das ist nur die Hilfe. Nee, ich will nichts von Hilfe. Schmetterling jagen bringt nicht so viel. Ich habe eigentlich alles schon.
ziemlich gefangen. Okay, also drinnen ist ja niemand, weil die Leute. Ja, ihr hört vielleicht mein Gamepad, aber scheinbar ist das natürlich nötig, dass die Tasten so laut sein müssen. Kenne ich gar nicht von früher. Da waren die Tasten eigentlich immer sehr leise. Ja, es hat Xbox. Es hat nicht so eine Qualität, finde ich. Wie PS1 und 2, das war mal richtig gute Qualität. Oder Nintendo 64. Ja, okay. Da war es nicht so gute Qualität. Okay, man kommt nicht hier durch. Wir müssen nämlich zu ihr oder zu ihm. Ich weiß es gar nicht, was es ist. Es ist in der Nähe, okay. Sally. Es tönt irgendwie weiblich, deshalb. Hey, wie geht's? Sachen kaufen. Ah, jetzt können wir die Pläne machen. Großes Objekt. Design für alle. Stuhl. Zweisitzer. Tisch. Bett. Können leider nicht. Licht. Kleiner Lagergegenstand. Okay, den möchte ich eigentlich gerne holen. Große, okay, große ist natürlich noch besser. Pfad und kleine Brücke, das brauchen wir. Wir müssen jetzt eine kleine Brücke herstellen, damit wir auf neue Ufer ausweiten können. Wir machen jetzt noch ein paar Holzbretter. Wir haben genügend Holz. Machen wir mal, okay, 20, ja. So, sehr schön. Jetzt müssen wir nämlich hier, nein, hier hin. Neu ausplanen. Kleine Brücke. Okay, Leitfaden. Können wir leider nicht runter. Zeug hinzufügen. Genau. Wir machen einfach eine Holzding, also. Wir machen jetzt einfach das so. Immer wieder weiter und dann kommen wir auch drüber. Immer hinzufügen einfach. Dann kann ich das wieder runtersetzen. Ich glaube so, oder? Noch ein bisschen auf die Seite. Sehr gut. Einfach immer weiter. Dann haben wir gleich ein Holzböcke. Ich hoffe, das hält aneinander. Sollte eigentlich nicht. Ja, eben, man kann es nicht gut mit dem Gamepad machen. Das. Ja. Ist einfach nervig. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Sache. Brücke machen muss. Ja, es wird immer schwieriger. Die Steuerung bringt mich um. Du musst gar nicht nach oben gehen. Ich klicke nicht nach oben, du blödes Teil von einem Brett. Okay. Das ist meine Brücke. Ich bleibe jetzt mal hier. Mindestens Größe 1,5 Meter. 1 Meter. Jetzt muss ich echt alles nach oben machen. Jetzt einfach noch ein. Zaun hier hin. Wieso nicht? So eine wilde Brücke ist doch mega cool. Das war falsche. Danke, aber darf ich zurück? So.
sieht jetzt nicht gerade so einmalig aus. Aber immerhin sehr rustikal. Ist einfach noch so, dass es... Ah, wie kann man jetzt... Ja, man muss die mittlere Maustaste bewegen. So, jetzt. Ist doch... Echt nicht wahr. Es wäre auch schön, wenn man das wirklich auch sehen könnte, was es genau ist. Ich mache einfach eine Lampe oder so hin. Reicht doch völlig. Jetzt ist beides. Hä? Was stimmt jetzt nicht mehr? Weißt du, wenn die Ausmesser auch zu sehen sind? Ist es doch. Bewegen. Duplizieren, skalieren. Skalieren. Ist es doch jetzt, bitte. Was ist das? Das erste ist das, ist die Breite, nein, die Länge. Die Breite und 12 Meter ist die Länge. Also die Höhe darf nicht mehr als 2 Meter sein. Wenn ich das jetzt kleiner mache, ist das jetzt... Ich sehe ja das Ding nicht mehr. Leitfaden aus. Weg. Weg. Genau. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Also ich habe es kleiner als die maximale Größe. Und jetzt die minimale Größe, was muss ich machen? Also es wirklich da unten tiefer ist oder was? Also muss ich zum Beispiel hier noch tiefer runtergehen. Ja, ich kann das leider nicht so bewegen. Ja, es geht echt nicht. Kleine Brücke. Sieht toll aus. Ja, ich habe jetzt ein Brett. Ich habe hab unter der Brücke, neben der Brücke ein Brett hingetan. Jetzt geht's. Und das heißt, ich kann das jetzt herstellen. Okay, da muss ich nochmal rein. Ja, ja, ja.
Maser herstellen. Holzbrett. Was muss ich jetzt machen? Hey, wie geht's? Sachen kaufen. Ich muss es herstellen. Ich habe es gemacht. Ist es jetzt hier drin? Neuausplan. Kleine Brücke. Ich habe es aber gespeichert, oder? Hat sich jetzt das nicht gespeichert? Ah, da ist es. Okay, ganz winzig klein. Oh je. Also so winzig klein hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Komme ich hier rüber? Ich komme scheinbar so nicht rüber. Man kann halt nicht hüpfen. Ist zu wenig lange. So ein Mist. Komme ich nicht mehr ran. Ja. Dankeschön, liebe Spiel. Wie soll ein Anfänger das verstehen? Ich bin halt noch völliger Anfänger. Ich habe das noch nie gesehen. Ja gut, dann machen wir einfach die nächste Brücke. Die jetzt auch richtig. So, also auch wieder mit dem ja, Zeug hinzufügen. Ich mache jetzt einfach mal eine solche Brücke. Ah, wenn das da einfach vom Mauszeiger würde verschoben werden. So jetzt. Drehen, skalieren, duplizieren. Ah, ich möchte einfach auswählen. Geht das nicht? Ja, wir schaffen das schon. Bisschen Geduld noch, bitte. Wieso geht denn das nicht auf den Boden? Wenn ich es doch auf den Boden tue. Nein, nicht immer duplizieren, bitte. Ach, lieber Entwickler. Ich glaube, der hat jetzt auch mehrere Leute gefunden. Also es ist jetzt auch ein Studio geworden. Aber ja, ihr seht's. Wir machen jetzt nicht gerade schon hochwertige Games. Also jetzt muss ich da ein Brett einfach mal noch kleiner machen. Mal ein bisschen länger. Soll der eigentlich jetzt gehen? So sieht es doch ein bisschen realistischer aus. Was ist mit minimaler Größe gemeint? Dass ich wirklich das noch ein bisschen breiter machen muss.
Okay. Kleine Brücke. Also wenn die Brücke jetzt nicht geht, ich weiß auch nicht, was man noch machen muss. Ah. Boah, die ist ja fett. Dein Ernst, ich komme hier nicht durch. Hallo, da kommt man weit durch. Hallo, was ist denn los? Und wieso kann ich mich bewegen? Ich dein Ernst, ey. Ich möchte gerne die Brücke bewegen. Ja, ich bin ja neben der Brücke. Ich könnte sie einsammeln, ja. Und so mit einer Taste drehen, die man eigentlich benutzt, um etwas abzulegen. Ist auch nicht gerade so gut. Okay. Kann man die nicht irgendwie einsammeln? Geht das nicht? Nur weil ich jetzt nicht zur Brücke komme? Gemein. Also gut, ja. Ich versuche das einfach zwischen der Folge. Sonst mache ich einfach mal hier noch eine Verbindung hin. Skalieren bitte. Ah, jetzt habe ich es zu groß gedreht. Hä, es ist jetzt richtig drin. So. Kann ich das eigentlich nicht vermehren? Eigentlich müsste ich das vermehren können. Also eigentlich müsste ich das jetzt auch irgendwie ja, so vermehren können. Ist es so schwer, jetzt das verbunden zu machen? Oder wie? Ich sehe halt nichts so lauter. Kamera drehen kann man auch nie. Ja, das Spiel ist halt wirklich mega Pre-Release. Sollte eigentlich noch jahrelang in der Entwicklung sein, bis es gut läuft. Das können halt die Entwickler meistens nicht bezahlen. Hallo. Ich will es nur platzieren. Geht das nicht? Also kann ich auch nicht draufsteigen. Ich habe doch extra gebaut, dass du draufsteigen kannst. Ist denn das so schwer, liebes Spiel? Ja, gut. Ah. Ich muss halt die andere Let's Play fragen. Gut, dann Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.